Mein Name ist Elisabeth Jenig. Ich bin nicht nur Ärztin, ich bin auch Mutter. Ich habe mich ausführlich mit der Thematik der sogenannten Corona-Impfung beschäftigt und komme dabei auf mehr Fragen als Antworten. Auch denke ich, Sie sollten, bevor Sie eine Entscheidung für Ihr Kind treffen, Folgendes mit dem Impfarzt klären. Hat sich der Mediziner über diese Art der sogenannten Schutzimpfung umfassend informiert? Beharren Sie auf Antworten auf folgende Fragen. Welche Langzeitfolgen sind zu erwarten? Und welche Studien gibt es dazu? Ist es richtig, dass sich diese Substanzen noch in der Testphase befinden und nur eine bedingte Zulassung haben? Wer haftet bei gesundheitlichen Folgen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit Ihres Kindes, jemals ernsthaft an Covid-19 zu erkranken? Ich verstehe, dass Sie derzeit als Elternteil einem enormen Druck ausgesetzt sind. Umso mehr bitte ich Sie, sich der Verantwortung, die Sie für Ihr Kind tragen, bewusst zu sein. Vielen Dank.